Wenn Sie Fußball live erleben wollen, haben wir eine bessere Idee. Das digitale Premiere. Rufen Sie uns jetzt an. 0180 55 100. Ab sofort jede Woche drei Topspiele live. Dazu das Sonntagstopspiel der zweiten Liga, die englische Premier und die Champions League. Und das auf drei Digitalkanälen. Die ersten zwei Monate gibt es jetzt zum Preis von einem. Und zum Kennenlernen gibt es diesen Funkradio-Wecker gratis. 0180 55 100. Premiere. Pferdeflüsterer. In der Ruhe liegt die Kraft. Das geheimnisvolle Kleid, magisch angezogen. Fear and Loathing in Las Vegas, ein Dauertrip. Punk, wehe, wenn sie losgelassen. Lost in Space, wer rettet die Welt? Flamenco, der Blues Spaniens. Tom Booker kann Pferden in die Seele schauen und ihr Vertrauen gewinnen. Das macht ihn zum Hoffnungsträger der ehrgeizigen Journalistin Annie. Ich habe diesen Artikel gelesen, in dem stand, dass Sie Menschen mit Pferdeproblemen helfen können. Eigentlich helfe ich eher Pferden mit Menschenproblemen. Ich weiß nicht, ob ich was tun kann. Aber ich bin bereit, es zu versuchen, wenn du mir hilfst. Redford sitzt vor wie hinter der Kamera fest im Sattel. Ein letzter Cowboy in Amerikas wildem Westen. Er therapiert nicht nur das bösartig gewordene Pferd, sondern übt seine heilende Wirkung auch auf die Seelen der Besitzer aus. Wenn ich mit einem Pferd arbeite, kenne ich gern seine ganze Geschichte. Ich weiß ja nicht, ob du darüber reden willst. Und wenn nicht, dann verstehe ich das. Aber wenn ich rauskriegen will, was in seiner Seele vorgeht, würde es mir bestimmt helfen, wenn ich wüsste, was an dem Tag passiert ist. Annies Tochter Grace hat bei einem schrecklichen Reitunfall ein Bein verloren und ist seitdem nicht weniger verstört als ihr Pferd. Für sie und Annie, gespielt von Kristin Scott Thomas, kommt Tom Booker im richtigen Moment. Kann ich was helfen? Machen Sie sich's einfach bequem. Ich hab's bequem. Tja, wenn das so ist, dann bringen Sie doch vielleicht die Nudeln rein. Der Knopf war offen. Danke. Wem knappe drei Stunden Wildwestmythos nicht zu viel sind, der ist in diesem bildgewaltigen Drama gut aufgehoben. Nicholas Evans' leicht schmalzige Romanvorlage kann dem Film nicht das Wasser reichen. Robert Redford ist einfach ein guter Typ. Der niederländische Regisseur und Schauspieler Alex van Warmerdam ist dem breiten Kinopublikum wohl eher unbekannt. Erstaunlich, denn jeder seiner drei Spielfilme wurde auf einem Festival ausgezeichnet. Sein neues Werk ist eine originelle Komödie mit einem Schuss absurder Tragik. Fantasien, Erotik und Besessenheit sind die Darsteller. Und die Hauptrolle spielt ein Sommerkleid. Warum das Muster dieses Kleides Männer wie Frauen so magisch anzieht, bleibt ein Rätsel. Klar ist nur, dass der Stoff offensichtlich vor allem Männer verrückt macht. Die Trägerinnen werden immer wieder von ihnen verfolgt oder sogar bedrängt. Mit dem Entwurf wird eine Verkettung unerwarteter Ereignisse ausgelöst. Das hier nehmen wir. Wofür? Für ein Sommerkleid. Wer soll den Schnitt machen? David. Die einzelnen Stationen dieses Sommerkleides und seine Wirkung auf Frauen und Männer verpackt Van Warmerdam in kleine Episoden. Mal unverschönt und unerbittlich, mal urkomisch, macht er den ewigen Kampf der Geschlechter zum Thema seines Films. Ein Tipp für Cineasten. Wie gefällt dir das Kleid hier? Welches?
Das Blaue mit den Blättern. Gut. Kommst du? Gar nicht teuer. Ich schau mal rein. Was sagst du? Soll ich ehrlich sein? Ja. Das ist lächerlich. Du bist 61, Stella. Das ist ein Kleid für junge Mädchen. Ich nehme es. Wir waren irgendwo in der Gegend von Barstow, am Rande der Wüste, als die Drogen zu wirken begannen. So beginnt Hunter S. Thompsons 1971 erschienener Kultroman. Der galt lange als unverfilmbar, bis sich Terry Gilliam, auf dessen Regiekonto Filme wie Brasil und 12 Monkeys gehen, des Drogenklassikers annahm. Nehmen wir den Jungen mit. Was? Nein! Hier können wir nicht anhalten. Das ist Fledermausland. Sehr irre, ich bin noch nie mit einem Cabrio mitgefahren. Steig ein. Warum Raoul Duke und sein Anwalt Dr. Gonzo sich auf dem Weg nach Las Vegas machen, ist letztlich unwichtig. Denn ihre eigentliche Mission ist die Suche nach den Überresten des amerikanischen Traums. Und was könnte dafür hilfreicher sein als ein Kofferraum voller Drogen? Mit deren Einnahme wird Gilliams Film zu einem endlos skurrilen Trip. Irgendwo zwischen Halluzination, Coolness und Wahnsinn findet man in Johnny Depp die Figur Hunter S. Thompson. Was haben wir hier draußen auf dieser gottverdammten Straße verloren? Der Flughafen ist da drüben! Verdammt nochmal! Siehst du da drüben? Ich hab noch nie ein Flugzeug verpasst. Obwohl 20 Jahre zu spät, ist dieses abgedrehte Roadmovie ein Muss für Althippies und Freaks. Nüchtern betrachtet, allerdings nur schwer erträglich. Die Alternative zu Hippies und Drogen heißt diese Woche Hardcore. Als Punk in einer Spießerstadt wie Salt Lake City hat man es nicht leicht. Aber immer noch besser als in Harvard zu studieren. Die Highschool hast du geschafft. Gott sei Dank. Und jetzt solltest du was Gutes tun. Die Rebellionsphase, in der du steckst, ich verstehe das. Nicht vollkommen, aber ich respektiere das. Jetzt solltest du daran denken, was für dich richtig ist. Nach dem Motto, richtig ist, was Spaß macht, entschließt sich Punksohn Stevo, bloß nicht so zu werden wie seine Eltern. Partys, Prügel, Cars und Sex sind angesagt und sorgen für Lebensinhalt. Neben Scream-Star Matthew Lillard versucht sich auch Till Schweiger als psychopathischer Möchtegern-Anarcho. Hey, du! Steh ab, du Penner! Du hast mein Shit! Hör mit dem Scheiß auf, bevor ich dir in den Arsch trete, Mann. Da Punks bekanntlich immer gefährlicher aussehen, als sie sind, wirkt James Merendinos Blick auf die gröhlenden Chaoten auch eher humorvoll als abstoßend. Gott, was seid ihr? Wir kommen aus dem Osten und suchen den Messias. Wir folgten dem großen Stern. Ja, wir bringen Gold und Weihrauch und Myrrhe. Was habt ihr getan? Wir sind dem Stern gefolgt. Oh mein Gott. Wer hat euch Knaben aus der Irrenanstalt entlassen? Das fragt sich natürlich ein Durchschnittsbürger, dem das Verständnis für die große Rebellion völlig abgeht. Ich wusste, dass sie Ärger machen. Wie Sie alle wissen, ist Alpha Prime der einzige bewohnbare Planet, der bis zum heutigen Tage von unserem Suchtrupp lokalisiert werden konnte. Meine Besatzung und ich werden die 10 Jahre dauernde Reise dorthin in einem künstlichen Koma verbringen. Bei der Besatzung handelt es sich um die neu besetzte Familie Robinson aus der Science-Fiction-Serie der 60er Jahre. Nun darf auch sie auf die große Leinwand, um in intergalaktischer Mission die Menschheit zu retten. Dass ein Saboteur als blinder Passagier mitfliegt, können die Robinsons ja nicht ahnen. Mission Control, hier ist die Jupiter One. Die Robinsons sind gut verstaut und wir sind startbereit. Wer sich auf eine gefährliche Zeitreise durch fremde Galaxien begibt, kann auch schon mal verloren gehen. Regisseur Stephen Hopkins unterstützt sein Science-Fiction-Spektakel mit der stolzen Zahl von 750 Spezialeffekten. Jupiter One, Booster abgesprengt.
Wundern kann man sich über die Besetzung. William Hurt wirkt als Papa Robinson schon ein bisschen deplatziert. Nicht nur verloren im Weltraum, sondern auch verloren im falschen Film. Evakuieren! Lost in Space fasziniert nicht gerade durch beeindruckende schauspielerische Leistungen. Eher schon fühlt sich der Zuschauer wie in einem Mega-Computerspiel. Und die Darsteller offensichtlich auch. Wir brauchen unsere derzeitige Position. Suche nach bekannten Konstellationen läuft. In dieser Datenbank sind alle Karten der uns bekannten Galaxien gespeichert. Mir ist keine dieser Konstellationen bekannt. Wir haben uns verirrt. Wer für diese Woche von Hippies, Drogen, Punk und Weltraumgeballer genug hat, der wird mit Carlos Sauras Flamenco gebührend entschädigt. Paco de Lucias Gitarrenspiel und Joaquin Cortes schnelle Beine entführen in das Herz Spaniens. Von klassischen Urformen bis hin zu avantgardistischen Experimenten ist in Carlos Sauras Liebeserklärung an die spanische Musik alles vertreten. Bugs Bunny. Hast du ihn gesehen? Nie von ihm gehört. Kein Schritt weiter, Mr. Looney Tunes. Wir machen eine kleine Spritztour. Entführt. Gefahr im Comicland. Ihr seid ab sofort unsere persönlichen Gefangenen. Ihre Arme sind kurz, ihre Beine noch kürzer. Kurze Beine, große Klappe. Wir fordern euch zu einem Basketballspiel heraus. Wer wird das große Match gewinnen? Das Schicksal der Bugs Bunny Bande steht auf dem Spiel. Sportlicher Spaß mit den schnuckligen Profis. Ich glaube, wir könnten ein kleines bisschen Hilfe gebrauchen. Jetzt mit prominenter Verstärkung. Basketballstar Michael Jordan. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie es geht. Der König der Korbleger. Na, dann spielen wir mal eine Runde Basketball. Nettes Kabum, Wiley. Zerschmettert sie! Anpfiff für das entscheidende Spiel. Premiere präsentiert die Looney Tunes. Und tschüss. Der sportlichste Einsatz ihrer Filmgeschichte. Viel Spaß. Mit galaktisch guter Comic-Action. Space Jam. Bugs? Mike? Halt die Löffel steif. Hey, ich habe euren Freund gesehen. Urlaub muss sein. Ein spannendes Ferienabenteuer auf 3x4 Beinen. Hund auf 1 Uhr! Bitte helfen Sie mir, mein Junge ist mir entlaufen. Er hat kurze braune Haare und hört auf den Namen Jamie. Tapfere Heldentaten und toll dreiste Mutproben. Diese Typen hier sind gerade auf unser Gebiet getrampelt. Hoppla! Aua. Hey, was ist lang und haarig und wächst aus deinem Hintern? Hä? Na, dein Schwanz, Einstein! Ah! Attacke! Frische Viecher und haarige Angelegenheiten bei Premiere. Ein tierisches Trio ist wieder unterwegs. Du wirst mich zum Schotter führen. Ich werde mein Bestes geben. Jerry Maguire, ja, hallo. Im Moment zahlen Sie 25%. 10 Millionen Dollar für 4 Jahre. Ich bin ein absoluter Superstar. Sagen Sie ja oder nein, ich brauche sofort eine Entscheidung von Ihnen. Wir sind startklar. Cuba Gooding Jr., Tom Cruise in Jerry Maguire. Ab 3. Oktober bei Premiere. Du warst brillant. Brillant? Brillant. Flugkontrolle 1025 bittet um Erlaubnis zu sinken. Ich hab's die PDO auf 26. Wovon redest du überhaupt? Dir bleiben noch 10 Sekunden für eine Entscheidung. Wir müssen hier ganz schnell raus. Alarm im Tower. Probe 1025 sofort auf Sinkflug. Ah!
Technischer Defekt oder menschliches Versagen? Es gibt Berichte, wonach ein Fluglotsenfehler für die Kollision verantwortlich war. Dieses Flugzeug war nicht auf meinem Schirm. Wie alt ist der Schirm? Älter als Sie. Eric Stoltz als Ermittler in einem brisanten Katastrophenfall. Haben Sie meine Fehlfunktionsberichte gefunden? Die waren nicht da. Für den Fall, dass Ihr Wort gegen das des Computers steht, ist es gängige Praxis, dass der Computer dann Vorrang hat. Was zum Teufel ist das denn? Ich habe einen Blackout. Hier ist Chicago International. Sinkflug auf der Stelle einleiten, bitte. Der Airport-Thriller nicht nur für Vielflieger. Großer Gott. Kollision am Himmel. Wieso sind Sie so fest entschlossen, mich am Leben zu halten? Weil ich Krankenschwester bin. Sie haben sich in ihn verliebt, stimmt's? Ich bin in Gespenster verliebt. Wie er, auch er ist in Gespenster verliebt. Leben zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Ralph Fiennes, Kristen Scott Thomas, Willem Dafoe und Juliette Binoche. Leidenschaft und Glückseligkeit. Schicksal und Vorsehung. Ein Oscar-gekröntes Filmgedicht. Eine Frau liegt im Sterben. Meine Frau liegt im Sterben. Der englische Patient. Ich bin schon seit Jahren tot. Die Topspiele der Fußball-Bundesliga exklusiv bei Premiere. Ein ungewöhnliches Bild in der Tabelle. Zweiter gegen Vierter bedeutet zurzeit 1860 gegen Hertha BSC. Fünf Spiele, fünf Siege. Die Bayern stehen souverän an der Spitze. Die Dominanz könnte aber im Weserstadion gebrochen werden. Überlebenskampf für den Tabellenletzten. Aufsteiger Frankfurt muss gegen Nürnberg endlich den ersten Sieg holen. Das Topspiel aus der zweiten Liga. Die Tabellennachbarn Hannover und St. Pauli gehen punktgleich in das Nordduell. Am Freitag 1860 München gegen Hertha BSC. Am Samstag Bremen gegen Bayern. Zusätzlich sehen Sie auf Premiere Digital am Sonntag Frankfurt gegen Nürnberg und das Topspiel aus der zweiten Liga, Hannover gegen St. Pauli. Live, nur bei Premiere. Heute ist Herbstanfang. Die Grillsaison ist vorbei und für viele beginnt die Zeit, in der sie sich wieder auf große Kinofilme freuen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Premiere. Und hier sind Sie, unsere attraktiven Kino-Highlights. Jetzt kriegen Sie was auf Ihren blöden Brady-Arsch. Er hat das böse A-Wort gesagt. Mit herzlichen Grüßen aus den 70s. Hier ist die Fortsetzung der schrillen Kultkomödie aus dem Nylon-Zeitalter. Freuen Sie sich auf die Brady Family 2. Ich sitze ganz schön in der Patsche und brauche einen Rat. Melde dich zur Adoption. Er ist tot, Natalie. Ich weiß, ich glaube, es war sein Herz. Leiche an Bord.